Atomkraft ist wirklich eine tolle Sache, denn bei diesem Thema strahlt wirklich alles. Der Wahl-O-Mat stellt die Frage, die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Und wie denken da wohl die Parteien? Aber wie würde denn Jesus darüber denken? Jesus sagt eindeutig Atomkraft nein danke. Wusstest du eigentlich, dass die Wirtschaft das erste Atomkraftwerk in Deutschland gar nicht bauen wollte? Die Politik musste ja sagen, oh kommt, ihr kriegt ein bisschen Geld, wir subventionieren das, damit ihr das endlich baut. Und weißt du warum? Weil keine Versicherung das bezahlen wollte. Keine Versicherung wollte dazu irgendeine Versicherung abschließen. So gefährlich ist das Zeug. Nach ein paar Jahren strahlt dann alles in Tschernobyl. Ja. Passiert schon mal. Aber wir haben doch die sichersten Atomkraftwerke. Genauso wie Japan. Ups, was ist denn mit Fukushima? Naja, passiert ja schon mal. Aber uns passiert sowas natürlich nicht. Und was ist mit dem Atommüll? Ach, den vergraben wir einfach. Bis wir dann, wie zum Beispiel in der Asse, feststellen, ja, so toll war jetzt das Vergraben, was wir da gemacht haben, doch nicht, und wir sollten es teuer wieder hochholen. Also, in puncto Sicherheit und Gesundheit ist das eine Totalkatastrophe. Aber wir können doch wenigstens das Klima mit Atomenergie retten. Denn schließlich ist ja Atomenergie CO2-neutral. Fun Fact? Nein, ist es nicht. Ja, es wird weniger CO2 produziert als bei Kohle- oder Gaskraftwerken. Aber es wird mehr CO2 produziert als in jeder anderen alternative Energie. Wie zum Beispiel Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie. Das ist alles viel CO2-ärmer. Ja, aber Atomenergie ist doch viel, viel preiswerter als diese alternativen Energieformen. Auch das stimmt nicht. Denn Solarzellen sind sowas von billig geworden, die schlagen den Preis von Atomenergie um Längen. Und sie werden noch immer billiger. Und was ist in der Nacht, wo keine Sonne oder kein Wind weht? Dann sitzen wir doch alle im Dunkeln. Ups, machen wir ja wirklich. Denn ich zumindest schlafe da im Dunkeln. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir ja trotzdem Energie in der Nacht. Denn wenn es draußen dunkel ist, dann sitze ich manchmal, so wie jetzt, am Computer und nehme ein komisches Video auf. Könnte man da nicht einfach mal so eben ein Atomkraftwerk hochfahren, nur für die Nacht und dann morgens wieder runterfahren? Nein, das geht leider mit einem Atomkraftwerk nicht. Übrigens, als hätte es Harald Lesch gewusst, hat er heute zu diesem Thema ein Video rausgebracht. Allerdings, vielleicht war es auch so, dass ich heute das Video von Harald Lesch gesehen habe und dann dachte ich, muss ich zu diesem Thema was sagen und mache dazu ein Video. Das kann auch so gewesen sein. Und ich höre schon die ganzen AfD-Verblendeten, oh, du hörst ja diesen Staatsfunk. Oh, du beziehst ja dein Wissen auf diesen Staatsfunk, der dich mit Gehirnwäsche sonst was irgendwie erzählt. Und nein, das ist Blödsinn. Wenn es dich interessiert, ich habe das Video von Harald Lesch in der Videobeschreibung verlinkt. Und in dem Video werden all diese Lügen, die über die Atomenergie verbreitet werden, widerlegt. Übrigens kann man sehr schön sehen, dass die Parteien, die dagegen sind, dass Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird, sagen, das ist sehr teuer, das bringt überhaupt nichts und all diese Themen, die tatsächlich auch zutreffen. Und die anderen Parteien, die haben entweder gar keine Ahnung oder sie lügen, weil sie sagen, Atomenergie ist CO2-neutral, stimmt nicht. Atomenergie ist billiger, stimmt nicht. Atomenergie ist sicher, stimmt nicht. Und ratet mal, welche von meinen zwei Lieblingsparteien mit bei den Lügen dabei sind. Na gut, dazu müsst ihr
meine anderen Videos, die ich zu diesem Thema Wahlen, EU-Wahlen 2024 gemacht habe, schon gesehen haben. Aber was soll ich euch sagen? Das Bündnis C und die Humanistische Partei. War ja nicht anders zu erwarten. Zwei Parteien, die ihr auf keinen Fall wählen solltet. Die Partei mit den lustigsten Kommentar, aber ich vermute mal, die meinen das wirklich ernst, ist die AfD. Sie schreibt, keine andere Energie kann pro Tonne Brennstoff mehr Energie erzeugen. Darum ist die Kernkraft ein extremer ressourcenschonende Energieform. Keine andere Energie kann pro Tonne Brennstoff mehr Energie erzeugen. Was war nochmal der Brennstoff von Solarzellen, von Windkraftwerken und die Wasserkraft? Was für einen Brennstoff verbrauchen die denn nochmal? Ach, natürlich die Sonne. Die Sonne ist ja so schwer und das ist wirklich sehr viel Brennstoff, der dann da von der Sonne verbrannt wird. Nur damit wir hier unsere Solarzellen und Windturbinen oder was auch immer betreiben. Also, ich hoffe, ihr habt die Ironie gemerkt. Die alternativen Energien, die verbrauchen gar keinen Brennstoff. Auch finde ich es lustig, dass die AfD der Meinung ist, dass Atomkraftwerke dazu führen, dass man weniger Leitungen, Hochspannungsleitungen braucht. Tja, wie sie zu der Meinung kommen, weiß ich nicht. Denn Atomkraftwerke produzieren sehr, sehr viel Energie. Das sagen sie übrigens selber. Und was muss man mit denen sehr, sehr viel Energie machen? Weil sie lokal nicht so viel verbraucht wird, muss man sie über Hochspannungsleitungen durch die Gegend schicken. Alternative Energien können dezentral gebaut werden und brauchen keine Hochspannungsleitungen. Naja, vielleicht erzählt das mal jemand der AfD. Und jetzt fragen wir doch einfach mal ganz neutral ChatGPT. ChatGPT hat das Wissen der Welt bekommen, es verarbeitet und daraus seine eigene Meinung gebildet. Das heißt, was würde jetzt aus dem Wissen der Menschheit generiert werden, ob Jesus dazu stimmen würde oder nicht? Also, ich habe hier ganz neutral einfach mal ChatGPT gefragt. Und was hat er gesagt? Schauen wir uns doch mal an, oder hören wir uns das sogar mal an. Ob Jesus dieser These zustimmen oder nicht zustimmen würde, ist natürlich spekulativ, da es sich um eine moderne politische und technologische Frage handelt, die zur Zeit Jesu nicht existierte. Wir können jedoch einige Überlegungen anstellen, basierend auf dem, was über Jesu Lehren und Werte bekannt ist. Ernst, Bewahrung der Schöpfung. Jesus lehrte die Liebe und Fürsorge für die Schöpfung Gottes. Atomkraft, obwohl sie potenziell saubere Energie liefern kann, bringt auch Risiken wie radioaktive Abfälle und mögliche Katastrophen mit sich, die die Umwelt schädigen könnten. Aus diesem Grund könnte man argumentieren, dass Jesus möglicherweise skeptisch gegenüber Atomkraft wäre, wenn sie die Schöpfung gefährden würde. Zweitens, Sorge um den Nächsten. Jesus betonte die Sorge um den Nächsten, die Risiken und die Sicherheit der Menschen, insbesondere derjenigen, die in der Nähe von Atomkraftwerken leben, wären für Jesus wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt. Wenn die Atomkraft als sicher und vorteilhaft für das Wohl der Menschen angesehen wird, könnte er dem zustimmen. Wenn jedoch das Risiko für das menschliche Leben und die Gesundheit zu hoch wäre, würde er wahrscheinlich nicht zustimmen. 3. Nachhaltigkeit und Verantwortung. Jesus lehrte auch über verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Atomkraft könnte als eine Möglichkeit gesehen werden, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen, aber die Frage der langfristigen Lagerung von radioaktivem Abfall bleibt ungelöst. Dies könnte ein Punkt sein, der Jesus Sorgen bereiten würde.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Jesus wahrscheinlich eine abgewogene Betrachtung der Vor- und Nachteile der Atomkraft vornehmen würde. Wenn die Technologie sicher, nachhaltig und im Einklang mit der Bewahrung der Schöpfung und dem Wohlergehen der Menschen genutzt wird, könnte er ihr zustimmen. Andernfalls würde er wahrscheinlich auf Alternativen drängen, die weniger Risiken und langfristige Nachteile mit sich bringen. Also diese Antwort ist nur so ein bisschen zufriedenstellend, finde ich, weil er hat nicht klar gesagt, ja oder nein. Deswegen habe ich ihn nochmal gefragt, würde Jesus nach Betrachtung der Vor- und Nachteile dieser These befürworten? Und dann schauen wir mal, was er jetzt vielleicht dazu sagt. Vielleicht hat er ja dazu eine Meinung. Um zu überlegen, ob Jesus nach einer gründlichen Abwägung der Vor- und Nachteile der These zustimmen würde, die EU solle Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen, könnten wir folgende Aspekte in Betracht ziehen. Vorteile der Atomkraft. Erst geringe CO2-Emissionen. Atomkraftwerke erzeugen während des Betriebs nahezu keine CO2-Emissionen, was sie zu einer möglichen Lösung im Kampf gegen den Klimawandel macht. 2. Stabile Energieversorgung. Atomkraftwerke können eine konstante Energieversorgung gewährleisten und sind weniger wetterabhängig als erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie. 3. Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Atomkraft könnte helfen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und somit die Umweltauswirkungen der Energieproduktion zu minimieren. Nachteile der Atomkraft. 1. Radioaktiver Abfall. Die Entsorgung und Langzeitlagerung radioaktiver Abfälle stellt ein erhebliches Problem dar, das bisher ungelöst ist. 2. Risiko von Unfällen. Die Gefahr schwerwiegender Unfälle, wie Tschernobyl und Fukushima gezeigt haben, bleibt bestehen und kann katastrophale Folgen für Mensch und Umwelt haben. 3. Kosten und Bauzeit. Der Bau und die Instandhaltung von Atomkraftwerken sind sehr teuer und zeitaufwendig, was sie im Vergleich zu anderen Energiequellen weniger attraktiv machen könnte. 4. Sicherheit und Proliferation. Sicherheitsrisiken und die Möglichkeit, dass nukleares Material in die falschen Hände gerät, sind zusätzliche Bedenken. Jesus' mögliche Perspektive. 1. Bewahrung der Schöpfung. Jesus würde die Umweltschäden durch CO2-Emissionen ernst nehmen und könnte die CO2-Reduktion durch Atomkraft positiv bewerten. Allerdings wären die langfristigen Umweltrisiken durch radioaktiven Abfall und potenzielle Unfälle ebenfalls bedeutend für ihn. Sorge um den Nächsten. Jesus würde das Wohl der Menschen in den Vordergrund stellen. Die Gesundheitsrisiken und die Sicherheit derjenigen, die in der Nähe von Atomkraftwerken leben, wären für ihn von großer Bedeutung. 3. Verantwortung für zukünftige Generationen. Jesus würde die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen betonen. Die ungelösten Probleme der Lagerung von radioaktivem Abfall könnten ihm Sorgen bereiten, da sie zukünftige Generationen belasten könnten. Schlussfolgerung. Nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile könnte Jesus geneigt sein, gegen die Einstufung der Atomkraft als nachhaltige Energiequelle zu sein, hauptsächlich wegen der langfristigen Risiken und ungelösten Probleme. Er könnte auf sicherere und nachhaltigere Alternativen drängen, die sowohl die Schöpfung bewahren, als auch die Gesundheit und Sicherheit der Menschen gewährleisten. Also, Jesus würde nicht zustimmen. Wahrscheinlich, laut ChatGPT. Was meint ihr denn? Würde Jesus zustimmen oder nicht? Und begründet das mal. Ich habe ja auch ein bisschen meine Begründung gesagt und hört nicht auf die Lügen von Lobbyisten. Atomenergie brauchen wir überhaupt nicht. Und es gefährdet die Menschen. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen.